Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen hier bei Verspielt Gaming mit Herz. Und ich begrüße euch zum ersten und vielleicht ja nicht mal letzten Q&A-Video hier auf dem Kanal. Genau, Frage- und Antwortspielchen sind heute angesagt, denn ich habe euch ja in meinem Jubiläumsvideo zu meinem zweijährigen Kanal bestehend dazu aufgerufen, mir Fragen zu schicken, die ihr mir schon immer mal stellen wolltet. Und ihr seid der Bitte fleißig nachgekommen. Ihr habt wirklich sehr viele Fragen gestellt. Das sieht jetzt nicht nach viel aus, aber lasst euch nicht irritieren, liebe Freunde. Das ist schon eine ganz schöne Menge an Fragen, die ihr mir hier geschickt habt. Einige davon natürlich doppelt. Die sind natürlich hier nicht doppelt drin, sondern ich habe natürlich dann in einer Frage zusammengefasst. War wirklich eine bunte Mischung an Fragen, die ihr geschickt habt. Das kann ich euch wirklich schon mal sagen. Also von Gaming über Persönliches, natürlich die Souls-Reihe war bei euch natürlich auch ein Thema, als auch ein bisschen Gesellschaftliches, Politisches und ganz Kurioses. Sage ich jetzt einfach mal. Ich bin sehr, sehr froh darüber, dass ihr wirklich so reichhaltig geschrieben habt. Also ihr wart sehr, sehr fleißig. Und hier, liebe Freunde, ist die Gewinnerfrage. Die kommt ganz zum Schluss dieses Videos. Also ganz zum Schluss kommt diese Gewinnerfrage. Ich muss sagen, die Fragen waren allesamt durchweg, entweder einige waren erwartbar, aber einige waren wirklich auch sehr spaßig, sehr lustig, sehr interessant. Und über diese Frage musste ich am längsten nachdenken, weil ich sie am differenziertesten fand. Sie war jetzt nicht unbedingt am spannendsten, am lustigsten, am, kuriosesten. Aber ich musste am längsten über diese Frage nachdenken. Und ich kann schon mal so viel verraten, es hat was mit der Souls-Reihe zu tun. Wie könnte es bei mir anders sein? Also alle, die mir Fragen über die Souls-Reihe gestellt haben, können sich immer noch als glückliche Gewinner des Preises, nämlich des offiziellen Dark Souls 2 Design Works Buchs, freuen. Ich glaube, ich habe aber schon den Gewinner, wenn ihr dieses Video seht, schon benachrichtigt. Und das Paket ist eigentlich auch, glaube ich, jetzt dann schon in der Post, wenn ihr dieses Video seht. Aber wie gesagt, diese Frage kommt zum Schluss und ohne weitere andere Umschweife würde ich sagen, legen wir los und übergucken die erste Frage. Die erste Frage. Kommst du her? So. Haha! eine schöne Frage zu Beginn. Woher kommt der Hass auf David Cage? Liebe Freunde, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich versuche die Fragen alle so kurz wie möglich zu beantworten, ansonsten wird das Video hier 8 Stunden lang gefühlt. Woher kommt der Hass auf David Cage? Nun, Hass ist ein großes Wort. Ich finde einfach, David Cage ist einfach einer der überbewertetsten Menschen, die immer noch Videospiele machen dürfen. Denen immer noch Geld gegeben wird und nicht wenig Geld, muss man mit dazu sagen. Ich mag ihn einfach nicht, weil er sich hinstellt, als ob er der Erfinder des storygetriebenen Videospiels wäre und all seine Spiele erzählen Geschichten, die sonst niemand in der Lage ist zu erzählen. Nur er kann solche Geschichten erzählen, nur er kann solche Spiele machen und nur er gibt dem Spieler die Entscheidungsfreiheit, die sich dann auch auf seine Entscheidungen auswirkt und so weiter und so fort. Also er hält sich für einen ganz, ganz großen Geschichtenerzähler und Videospieldesigner. Das ist er aber nicht. Seine Geschichten sind voller Plotlöcher, sie sind unlogisch an vielen Stellen. Seine Spiele sind manchmal verbuggt, machen keinen richtigen Spaß, sind langweilig, sind öde und so weiter und so fort. Und diese Misswahrnehmung, weil die ganze, also nicht die ganze, aber viele in der Industrie, in der Gaming-Branche hofieren David Cage, ja, und das kann ich nicht nachvollziehen, weil der Mann macht nichts Außergewöhnliches. Also selbst ein Hideo Kojima, der wirklich hier und da wirklich mal ein bisschen abgefahrenes Zeug abliefert und jetzt vielleicht abgesehen von Metal Gear Solid Metal Gear Solid 5, vielleicht auch sogar rundherum gelungene Spiele. Klar, die sind ein bisschen überbordend und ein bisschen abgedreht, aber sie sind wenigstens so, dass ich sagen kann, okay, das habe ich nirgendwo anders. Das kriege ich nur bei Hideo Kojima. Wenn ihr euch eine seiner früheren Spiele so anguckt, so ein Policenauts zum Beispiel, kann ich euch nur empfehlen. Policenauts, wenn ihr es irgendwo mal seht, ich glaube auf Good Old Games gibt es das mittlerweile auch. Policenauts, ganz, ganz tolles Spiel. Point-and-Click-Adventure, will ich jetzt einfach mal sagen. Sehr langsames Pacing, aber eine tolle Geschichte. So typisch Hideo Kojima, das kriegt man nur bei dem. Aber bei David Cage, man kriegt im Grunde auch immer nur dieselbe Geschichte. Aber ich will jetzt nicht schon zu viel wegnehmen, weil es gibt ja bald hier auf dem Kanal, beginnt ja bald The Cajoning, liebe Freunde. Und da könnt ihr euch drüber freuen. Da wird es dann ganz viel mehr von diesen, sag ich mal, Hasstiraden auf David Cage geben. Aber wenn ihr mehr wissen wollt darüber, dann guckt euch meinen 10 Minuten über David Cage an. Das letzte 10 Minuten über Video auf meinem Kanal.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu machen. War eine Heidenarbeit, aber lohnt sich. Also vielleicht verlinke ich es auch irgendwo hier nochmal. Dann könnt ihr euch es angucken. Da erfahrt ihr nochmal auf 10 Minuten komprimiert, was ich von David Cage halte. So, nächste Frage. Eine etwas persönlichere Frage. Wie kam es dazu, dass du mit YouTube angefangen hast? Auch da gibt es eigentlich ein Video, das das sehr allumfassend erläutert. Und zwar habe ich ja euch immer mal gesagt, ich habe ja vorher einen Kanal mit einem Kumpel zusammen gemacht, Games und Gerstensaft heißt der. Den gibt es auch immer noch auf YouTube, auch alle Videos sind da immer noch verfügbar. Und wir haben mal eine Talkrunde dazu gemacht, wie es dazu kam, dass ich bzw. mit ihm zusammen damals auf YouTube mit YouTube angefangen habe. Kurzfassung davon, mein Kumpel und ich, wir haben schon immer gerne irgendwas mit einer Kamera gemacht. Also immer gern so Filme, Sketche, was auch immer. Also wir waren schon immer sehr affin da drin, irgendwas aufzuzeichnen und das dann lustig oder interessant zusammenzuschneiden. Wir haben Kurzfilme, 3 an der Zahl, zusammen gemacht. Die waren sehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die haben mir sehr viel Spaß gemacht. Und irgendwann hat sich das aber so ein bisschen im Sande verlaufen, diese Kurzfilm-Sache. Und dann haben wir uns irgendwie entschieden, komm, lass uns doch mal irgendeinen Blödsinn auf YouTube machen. Und was mögen wir und was ist nicht allzu aufwendig, was können wir relativ regelmäßig machen, und das sind Let's Plays. Und so sind wir dann darauf gekommen. Haben gestartet, das erste Video war ein ganz, ganz schlimmes Video zu Assassin's Creed 3. Da war Assassin's Creed 3 gerade frisch raus und da haben wir dann 6 Videos aufgenommen dazu. Und so ist dann unser Kanal entstanden, Games und Gerstensaft. Und so ist dann dazu gekommen, dass ich mit YouTube angefangen habe. Und mittlerweile, wie gesagt, gibt es den Kanal nicht mehr, weil mein Kumpel weggezogen ist. Wir haben jetzt einfach keine Zeit und keine Berührungspunkte mehr, um den Kanal weiter zu betreuen. Und dann habe ich irgendwann alleine weitergemacht hier mit Verspielt Gaming mit Herz. Aber so bin ich zu YouTube gekommen. Einfach nur, weil ich was machen wollte. Weil ich mich ausdrücken wollte weiterhin. Per Kamera, per Schnitt, per Grafik, Animation, was auch immer. Und da ist natürlich YouTube eine super Plattform dafür. Okay, nächste Frage. So. Was hältst du von den vielen Souls-Klonen, die in der letzten Zeit rausgekommen sind und noch rauskommen werden? Ja, liebe Freunde, die Frage war schon mal irgendwann auch in den Comments da, in den Kommentaren da. Ich mag alle Souls-Klone, die bisher rausgekommen sind. Der einzige, der mir nicht so ganz dazu sagt, ist The Search. Das hat aber was irgendwie mit seiner Bewegung, mit seinem Pacing irgendwie zu tun. Keine Ahnung. Das Setting selbst finde ich total geil. Auch die Änderungen, die sie da so ein bisschen gemacht haben. Die Gameplay-Änderungen finde ich super. Aber The Search ist vielleicht von den Souls-Klonen, den ich nicht am wenigsten mag. Aber ich finde sie alle sehr gelungen. Weil sie alle nicht Souls 1:1 kopieren, sondern sie haben immer was Eigenes. Also The Search hat das mit dem Anvisieren von den Körperteilen, dass ich dann besseres Equipment kriege. Generell auch mit dem Aufpowern, mit diesen Kernen und dieser Power, da was ich noch so nicht so ganz verstanden habe, als ich die Demo gespielt habe. Das finde ich sehr, sehr gut. Selbst Lords of the Fallen hatte dieses, ist ja von denselben Entwicklern, gehe ich zu einem Kontrollpunkt und aktiviere den. Ja, da speichere ich dann auch und meine Getränke werden aufgefüllt, aber dafür verliere ich meinen XP-Multiplikator. Das bedeutet, ich kann mich entscheiden, gehe ich immer weiter und sammle sehr viele XP, die ich dann irgendwann in sehr viele Level eintauschen kann oder halt in Equipment oder was auch immer, oder spiele ich immer auf Nummer sicher. Und das fand ich sehr interessant. Auch Nioh ist ja auch ein Souls-Klon, der rausgekommen ist. Der nimmt sich eigentlich nur das Kampfsystem. Alles andere ist komplett eigenständig. Und genau dafür mag ich alle Souls-Klone. Bis auf The Search habe ich ja auch alle Souls-Klone sehr ausgiebig gespielt. Also Lords of the Fallen habe ich durchgespielt mehrmals. Nioh gefällt mir bis heute sehr gut. Wird ja auch noch von mir jetzt auf dem Kanal durchgespielt. Salt and Sanctuary, ein 2D-Souls. Das hat auch sehr viel anders gemacht. Allein schon, dass es eben in 2D ist. Es gibt noch Dark Mouse, nennt sich das. Das ist so ein Top-Down-Souls-Titel mit Mäusen und Ratten und so. Total bizarr, aber auch sehr, sehr cool. Generell gibt es ja auch viele Spiele, die dann Anleihen von der Souls-Reihe haben, wie der Corpse Run und so weiter und so fort. Aber so von den Souls-Klonen selbst, also ich freue mich immer, wenn diese Erfolgsformel von der Dark Souls-Reihe weiter fortgeführt wird und in anderer Form neu interpretiert wird. Also bald kommt ja raus Code Vein. Auf der E3 habe ich da ja einige Videos gesehen, dieses Anime-Souls. Da bin ich auch sehr gespannt. Mal gucken, was das wird. Also ich mag die Souls-Klone, weil ich mag, wenn es mehr von einem Spielprinzip gibt, was unverwüstlich ist, nämlich dieses Kampfsystem der Souls-Reihe. Klar, die Originale sind immer noch ein Ticken besser. Das liegt am Welten- und Kreaturendesign. Das kann einfach From Software irgendwie ein bisschen geiler. Und generell mag man ja eher meistens das Original als die Kopie. Aber ich habe nichts gegen Souls-Klone, muss man wirklich sagen. Also ich mag sie alle, bis auf The Search. Aber vielleicht gebe ich dem Ganzen nochmal eine Chance irgendwann mal.
Okay. Nächste Frage, liebe Freunde. Ist wirklich eine sehr lange. Welche 10 Spielreihen kommen dir spontan in den Sinn, wenn es um schlechte Spielreihen geht und wieso? Ein Grund pro Reihe reicht. Okay. Gleiche Frage für gute Spielereien. 10 fallen mir jetzt nicht am Stück ein. Also, wer auch immer, ich weiß gar nicht mehr, wer die Frage gestellt hat. Sei mir nicht böse, aber 10 fallen mir jetzt. Also, ich weiß nicht, was ist eine schlechte Spielereihe? Also, Spielereien, die mir egal sind, sage ich jetzt mal, wo ich sage, die sind im Durchschnitt, ja, interessieren sie mich nicht. Weil, wenn es schlecht wäre, dann gäbe es keine Spielereien. Dann hätte man gesagt, wir machen nach dem ersten Spiel oder spätestens nach dem zweiten Spiel, lassen wir es sein, sage ich jetzt mal. Von daher, es gibt nur Spielereien, die mich nicht großartig interessieren. Dazu gehört zum Beispiel gleich Need for Speed. Need for Speed-Reihe. Die Need for Speed-Reihe interessiert mich so null. Ich habe Most Wanted damals gespielt und auch den ersten Underground-Teil oder ich glaube sogar nur Underground 2. Aber alles, was danach kam, die Hot Pursuit-Neuauflage, alles andere, Payback, wie hieß das andere, wo man so durch, der Payback kommt jetzt bald raus, glaube ich, oder ist das so? Oder wo man hier durch Need for Speed The Journey oder wie hieß das, wo man durch ganz Amerika irgendwie fährt? All das geht mir sowas von am Popo vorbei, muss ich euch wirklich sagen, weil ich es auch nicht neuartig finde. Es ist ein Rennspiel. Da habe ich lieber Rennspiele, die sich, warum da immer so ein Gimmick reinbauen? Ich meine, es gibt andere Rennspielserien, die genauso erfolgreich sind, die Forza-Reihe zum Beispiel, die macht nur, du fährst auf einem Rennkurs. Die haben jetzt nicht großartig irgendwelche, oh, du bist eine Geschichte, die erzählt wird oder hier, du kannst dein Auto tunen oder na und so weiter und so fort. War ganz nett bei Most Wanted und Underground, aber brauche ich jetzt auch nicht. Also Need for Speed ist eine Reihe, die mir überhaupt nicht so artig so zusagt. Dragon Age ist so generische Fantasy für mich, aber kann ich gar nichts mit anfangen. Die Dragon Age-Reihe, viele sagen, die ist geil, aber ja, gut, vielleicht gibt es vielleicht noch einen Stapel der Schande mit einem der Dragon Age-Spiele, wer weiß. Was sind so andere Spielereien, die mir so komplett... Also gar nichts, also ich habe irgendwann mal gerne FIFA gespielt, aber das ist auch so eine Reihe. Da wiederholt sich, das ist Fußball. Ja, es ist Fußball, liebe Freunde. Wenn ich Fußball spielen will, so richtig, dann gehe ich selber raus und kick gegen den Ball. Ich habe früher gerne FIFA gespielt, ich habe das letzte FIFA, was ich gespielt habe, war 2003. Also seitdem, ja, ist halt immer wieder nur neue Spieler, ein paar neue Stadien und einen neuen Karrieremodus, der sich eigentlich nicht großartig vom anderen Karrieremodus unterscheidet. Also ich mag Spielereien nicht, die keinen großartigen Fortschritt haben. Jetzt kann man sagen, die Souls-Reihe hat keinen großartigen Fortschritt, weil es auch immer mehr vom Gleichen ist. Aber ich glaube, bei der Souls-Reihe ist es ein bisschen was anders. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel für eine gute Spielereihe. Weil die haben so ein Spielprinzip, was für mich unverwüstlich ist, was ich immer wieder spielen kann, wovon ich immer wieder was spielen kann. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Wahrnehmung, ja, für Spielereien. Eine andere schlechte Spielereihe. Was fällt mir jetzt da? Da fällt mir wirklich aus dem Stegreif jetzt gar nichts großartig ein. Also, vor allem, wie gesagt, es gibt keine schlechten Spielereien, weil wenn sie schlecht wären, dann würde es einfach nicht immer neue Sachen geben, finde ich zumindest. Was ist denn sowas, was immer wieder aufgelegt wird? Was immer wieder neu aufgelegt wird und immer wieder ganz viele Nachfolger hat? Kann ich euch nicht sagen. Gute Spielereien, klar, Souls-Reihe, definitiv super Spielereihe. Mass Effect ist eine Spielereihe, die habe ich selbst nicht gespielt, aber allein schon, was dort drin steckt, die verschiedenen Dialogoptionen, das Kampfsystem, die Erforschung, diese riesige Sci-Fi-Soap-Opera, sage ich jetzt einfach mal, das ist das, was mich sehr fasziniert. Also das muss ich wirklich sagen. Das ist für mich eine Reihe, da muss ich nochmal irgendwann mir die Zeit nehmen und die mal anspielen, definitiv. Andere gute Spielereien sind für mich, auch wenn es bisher nur jetzt bald 3 Spiele sind, die Wolfenstein-Reihe, die neue, also Wolfenstein New Order, The Old Blood, dieser Standalone-Ableger und jetzt ja bald, oder wenn ihr dieses Video seht, glaube ich, auch schon, ist schon rausgekommen, Wolfenstein 2 The New Colossus ist, finde ich, eine tolle Spielereihe, weil sie durchweg geiles Gameplay haben, sehen bombastisch gut aus, erzählen eine emotionale und gleichzeitig nicht so ganz ernst gemeinte Geschichte. Also finde ich sehr, sehr gut. Half-Life ist natürlich eine super Spielereihe. Portal schließe ich da jetzt einfach mal mit rein, weil es ist auch alles so in dieselbe. Also das sind geile Spielereien. Silent Hill ist eine super Spielereihe, zumindest 1 bis 4. Ab 5, ab Homecoming, ab Origins. Shattered Memories war noch ganz gut. Aber dann mit Downpour, na, da wurde es dann immer wieder ein bisschen, bisschen nicht mehr ganz so geil. Aber die ersten 4 Spiele, Silent Hill 1, 2, 3 und Silent Hill The Room,
die waren immer noch sehr, sehr, sehr gut. Resident Evil ist eine super Spielereihe, auch wenn sie hier und da mal ihre Negativpunkte hatte, aber alles in allem eine super Spielereihe. Was mir vielleicht dann... Alone in the Dark ist vielleicht so eine Spielereihe. Sie ist zwar der Urvater der Survival-Horror-Dinger, aber ich muss sagen, A, sind die ersten Alone in the Dark-Teile sehr schlecht gealtert, weil sie schon diese 3D-Optik hatten, aber so die ganz erste 3D-Optik. Und die anderen, die Neuauflagen hier, New Nightmare und Alone in the Dark 5, was einfach nur Alone in the Dark hieß, das war auch jetzt nicht so geil. Also, tut mir leid, wenn ich jetzt keine 10 Spielereien nennen kann, vor allem, weil ich schlechte Spielereien, aber so Alone in the Dark, das war für mich auch noch nie so Dings. Eine weitere gute Spielerei ist natürlich noch Halo. Klar, Halo. Gears of War würde ich auch noch vielleicht mit reinpacken, ja. Aber Halo und Gears of War auf jeden Fall, also das sind immer noch so super, super Spielereien. Ich würde mir sicher jetzt noch mehr einfallen, aber das Video würde sonst dann zu lang werden, wenn ich die ganze Zeit überlegen würde. Ich hoffe, die Frage ist trotzdem beantwortet. Vielleicht mache ich da mal irgendwann ein Video mal zu, dass ich diese Frage mal ein bisschen besser beantworte. So, nächste Frage. Kennst du, magst du auch die Piranha Bytes RPGs? Ich glaube, damit meint derjenige, der die Frage gestellt hat, die Gothic-Reihe und Risen, glaube ich. Ja, Risen. Ja, kenne ich. Mögen tue ich sie nicht. Ich hatte nie das, die hatten für mich nie das Appeal irgendwie, weil sie auch wieder so generische Fantasy, für mich zumindest, generische Fantasy war. Dieses Orks, Elfen, das war mir alles irgendwie, alles ein bisschen zu. Deshalb ist vielleicht auch so, vielleicht so die Elder Scrolls-Reihe, mal abgesehen von Morrowind, was ich sehr, sehr gut fand, ist auch so Oblivion, Skyrim, das gibt mir alles irgendwie nix, sage ich euch so, wie es ist. Und die Piranha Bytes Spiele, die sollen sehr gut sein, also gerade Gothic 2 soll super sein, aber die geben mir irgendwie nichts. Also ja, ich kenne sie, mögen, vielleicht müsste ich dir mal eine Chance geben, aber keine Ahnung, sie haben mich immer so ein bisschen abgeschreckt, vor allen Dingen bei Gothic 3, als es dann ja so ganz unfertig rauskam. Das musste von der Community und von dem Entwickler irgendwie noch gesund gepatcht werden in unzähligen Patches, damit das überhaupt läuft. Und ich finde, das ist immer nicht so ein gutes Zeichen für eine Reihe. Risen sollte da schon ein bisschen besser sein, aber das hat mich nie so richtig gepackt, weil es für mich gleich aussah. Es war einfach nur ein neu umbenanntes Gothic. Es hat mich nie so gepackt. Die Witcher-Reihe, genau dasselbe. Ich habe Witcher 3 sehr gerne gespielt, aber Witcher 1 und 2, ich habe da mal reingeschnuppert. Also Witcher 2 ist schon ein bisschen besser, aber Witcher 1 ist schon sehr gewöhnungsbedürftig, sage ich jetzt mal. Ja, also fällt so für mich in dieselbe Kategorie. Vielleicht muss ich Piranha Bytes, da habe ich denen da Unrecht getan, aber ist nicht so meins. Okay, nächste Frage. Ah, das ist eine von den kuriosen Fragen, wo ich mir auch noch keine richtige Antwort zu überlegt habe. Wenn du zufällig ein Death Note finden würdest, was würdest du damit machen? Also Death Note ist ja, glaube ich, dieser Anime, ne? Der Typ schreibt in ein Buch und der Dämon bringt den dann um. Also schreibt einen Namen in ein Buch und dieser Dämon bringt den dann um. Da haben sie auch letztens, kam doch letztens jetzt so eine auf Netflix die Realverfilmung davon. Die soll ja gar nicht mal so scheiße sein, habe ich mir sagen lassen. Ich habe den Anime nie gesehen, also den Manga. Ich glaube, es ist ein Manga und dann ein Anime, ne? Und jetzt die Realverfilmung auf Netflix. Habe ich nie gesehen. Aber das Prinzip dahinter, was würde ich damit machen? Wahrscheinlich nix, weil ich bin der Überzeugung, kein anderer Mensch sollte darüber entscheiden, wer lebt und wer stirbt. Also ich glaube, diese Verantwortung darf kein Mensch haben. Kein Einzelner. Und auch eigentlich auch keine Gruppe von Menschen. Also ich glaube, ich würde es wegwerfen, verbrennen, glaube ich, würde ich machen. Also ich würde es auf jeden Fall nicht benutzen. So viel steht mal fest. Auch wenn es ein paar Leute gibt, wo ich denke, okay, die könnten morgen mal einen Herzinfarkt bekommen. Aber das ist eine Denkweise, die ich jetzt persönlich jetzt dann, da bin ich vielleicht ein bisschen heuchlerisch, aber jetzt nicht so unterstützen würde. Ich kann das Appeal dieser Serie verstehen, weil es wirklich ein moralisches Dilemma ist. Aber ich würde wahrscheinlich nichts damit machen. Das ist jetzt ganz merkwürdig und ganz spießig, aber ich würde nichts damit machen. So viel steht fest. Okay, nächste Frage. Inzwischen ist es ja schon regelrecht dein Erkennungszeichen, aber wieso zum Henker sagst du nach gefühlt allen zwei Wörtern, liebe Freunde? Ja, liebe Freunde. Keine Ahnung, das ist eine Marotte von mir. Ich habe mir das angewöhnt gehabt, weil ich finde, das ist eine, es ist so dieses Amerika, das deutsche Äquivalent für mich zu zum amerikanischen You Guys. Ja? You know, you guys, that's the way it is. So, und ich glaube, warum, was ist falsch daran, Leute dauernd mit liebe Freunde anzusprechen? Ich meine, es ist nur positiv. Liebe und Freunde ist nur positiv. Wenn ich jetzt alle zwei Worte sagen würde, ihr Arschkram,
Ihr Nasen ist auch so eine Formulierung von mir. Keine Ahnung, ich kann es wirklich euch nicht erklären. Das ist so eine Phrase, die immer sich wieder mal rein schleicht in meine Ausdrucksweise. Zum Beispiel auch, das kann man so mal schon sagen oder das würde ich mal so sagen. Das ist immer so für mich so eine noch zusätzliche Bestärkung, die ich mir selbst gebe. Ja, das würde ich jetzt so sagen. Und liebe Freunde, ist genau dasselbe, fällt in dieselbe Kerbe. Da hat jeder halt so seinen Habitus und seine Macken. Und bei mir ist es, liebe Freunde, irgendwie keine Ahnung. Aber ich finde das, ist das was Schlimmes? Schreibt es mal in die Kommentare. Ist das was Schlimmes, dass ich nach ein, zwei Wörtern gefühlt liebe Freunde sage? Weil, wie gesagt, ist ja eigentlich eine nette Anrede, liebe Freunde. So, nächste Frage. Dann nehmen wir gleich die hier. Das ist eine kurze Frage, aber wahrscheinlich eine lange Antwort. Wie groß ist deine Spielesammlung? Die Frage kam häufiger. Das müsste ich jetzt unterteilen. Also ich habe nicht nachgezählt, aber ich würde mal schätzen, PC-Spiele, ja, so zwischen 150 und 250. Ich hab fast keinerlei PC-Spiele, wenn, dann kaufe ich sie auf Steam mittlerweile und nicht mehr im Laden. Ich glaube, das letzte PC-Spiel, was ich mir gekauft habe, war The Evil Within, weil es im Angebot war. Also was ich im Laden gekauft habe. Und ich glaube, über Steam zuletzt, sage ich euch nicht. Das ist ein Spiel, das vielleicht hier nochmal auf dem Kanal irgendwie erscheint. Aber PC-Spiele so würde ich so sagen zwischen 150 und 200. Vielleicht maximal 250 Spiele. Das ist meine größte Spielesammlung. Meine kleinste Spielesammlung ist, weil ich es einfach weggegeben habe, ist GameCube und Xbox Classic. Weil ich habe eine Xbox Classic mir irgendwann mal wieder geholt gehabt. Aber dafür habe ich insgesamt, glaube ich, 10 Spiele für GameCube und Xbox Classic zusammengenommen. Sind 10 Spiele. Wii ist auch eine relativ kleine Spielesammlung. Da würde ich so auf 20 Spiele kommen, sage ich jetzt mal. Ja, 20 Spiele vielleicht bei Wii. Ja, sind so 20 Spiele. Xbox 360 ist eine sehr große Spielesammlung. Da würde ich so auf 50 bis 70 Spiele gehen. Mindestens. Und das könnt ihr euch jetzt zusammenrechnen. PlayStation 3, so 30, 40 Spiele. PlayStation 4, also mit den je neuer die Konsolengeneration wurde, desto weniger Spiele hatte ich. Also Xbox One würde ich so 25 bis 30 Spiele schätzen. Und PlayStation 3 ähnlich gelagert. Kann auch weniger sein. Lagert mich nicht drauf fest, liebe Freunde. Also es sind nicht allzu viele Spiele in der neueren Generation, mehr so die älteren Sachen habe ich. Und wie gesagt, viel habe ich auch in meiner Steam-Sammlung, viele, viele Spiele, muss ich wirklich euch sagen. Aber so alles in allem vielleicht, wenn man das alles so zusammenrechnet, vielleicht 400 bis 500 Spiele, wenn man alle Plattformen so zusammennimmt. Würde ich einfach mal sagen. Weiß nicht, also kann auch ein bisschen weniger sein, aber mehr sind es auf keinen Fall. Okay, nächste Frage. Ah ja, welches ist dein Lieblingsspiel und wieso? Das passt ja ganz gut, weil wir gerade die Spielesammlung hatten. Ja, liebe Freunde, welches ist mein Lieblingsspiel? Es ist kein Spiel, das besonders spielerisch irgendwas neu macht. Es ist kein Spiel, das ich... Es ist auf jeden Fall kein Souls-Spiel. Es ist ein Spiel bei mir, mit dem ich eine gewisse emotionale Verbindung habe. Also zumindest eine emotionale Verbindung, die mich auch wirklich sehr geprägt hat und mir auch... Es ist ein Spiel, das mir auch sehr geholfen hat in einer schwierigen Zeit. Und zwar ist das Desperados. Das ist, glaube ich, von Blue Byte. Das ist ein Kommandos-Klon. Wenn ihr Kommandos noch kennt, so ein Top-Down-isometrischer Taktik, so ein Taktikspiel. Und Desperados, die haben dann auch eine Reihe von anderen Spielen noch rausgebracht. Also es gab dann Desperados 2 irgendwann und es gab dann auch irgendwann Robin Hood, die Legende von Sherwood Falls. Das war genau dasselbe Spiel, also vom Spielprinzip her. Aber Desperados, nicht nur, dass es eins meiner ersten PC-Spiele überhaupt war, die ich mir selber gekauft habe, sondern es hat mich auch sehr viel geholfen. So viel kann ich euch mal sagen. Denn ich habe Desperados damals in der Zeit gespielt, da war ich gerade in der Schule, ich glaube Gymnasium, Anfang Gymnasium muss das gewesen sein. Und ich hatte eine schwere Zeit. Ich glaube, ich muss euch nicht weiter ausführen, warum. Ne? Schulzeit ist für manche immer ein bisschen schwieriger und für mich war das auch ein bisschen schwieriger. Und das Spiel hat mir dahingehend geholfen. Hat Spaß gemacht, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich gefördert. Das spiele ich auch heute manchmal noch gerne. Desperados, es macht auch wirklich Spaß. Was mich aber so fasziniert hat, war diese Gruppe von unterschiedlichen, also man hat ja so eine Gruppe von Helden gehabt und alle hatten unterschiedliche Fähigkeiten und alle kamen irgendwo anders her und sie haben trotzdem gut zusammengearbeitet. Also da gab es eine kleine, also die waren Stereotyp, diese Leute. Es gab den älteren Scharfschützen, ja, der so ein kriegsgestählter Kerl. Es gab der Anführer war natürlich der typische Western-Held, ja, Western-Cowboy. Sein Kumpel war aber ein ehemaliger Sklave, der abgehauen ist von der Plantage, weil es spielte ja logischerweise, wenn es ein Western-Titel ist, so ein Western-Taktik-Spiel, spielt es natürlich Ende des 19. Jahrhunderts, 1800 noch was oder so, ne?
Oder 1840 oder so in der Drehe, nagelt mich nicht drauf fest, aber so in der Drehe spielt es auf jeden Fall. Und es hatte so ein schönes Western-Setting, es hat mir sehr gut gefallen. Da gab es natürlich die Dame der Nacht, so die eine jemanden bezirzt hat. Dann gab es den Mexikaner, der war besonders stark. Ja, dann gab es eine kleine Chinesin, die hat konnte sich verstecken und so weiter und so fort. Glaube ich, war das so? Ich glaube, ja, das war so. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil diese Gruppe von, die waren eine richtige Bande. Die waren kamen überall her, aber sie haben sich zusammengerauft und waren eine richtige Freunde. Und das hat mir ein bisschen Halt gegeben und hat mich immer ein bisschen beeindruckt und hat mich immer mit Freude erfüllt. Das Spiel hat Spaß gemacht, aber ich mochte diese Freundschaft auch zwischen dieser ungleichen Truppe, denn man kann zwar anders aussehen und sich anders verhalten und was auch immer, aber man kann trotzdem zusammenarbeiten. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und genau deshalb ist Desperados bis heute mein Lieblingsspiel, weil es sich am meisten eingeprägt hat. Weil es hat über seinen Spielspaß hinaus mir geholfen, sage ich es einfach mal so. Auch wenn es ein bisschen ernster war, das Thema. Aber ja, deshalb ist Desperados mein Lieblingsspiel. Okay, nächste Frage. Das ist auch eine sehr interessante. Die war auch in der engeren Auswahl für die Frage, die den Preis bekommt. Derjenige soll sich jetzt bitte nicht ärgern, aber ich finde, sie ist nur trotzdem eine sehr tolle Frage. In einem Video hattest du mal erwähnt, du seist Agnostiker. Wie kamst du zu der Überzeugung und warum nicht einfach Atheist? Also Agnostiker, für die, die es nicht wissen, sind die Leute, die die immer noch zweifeln, ob es einen Gott gibt oder nicht. Denn ich bin kein Mensch, also das kommt daher, warum ich nicht einfach Atheist bin, das kommt daher, dass es gibt weder einen Beweis dafür, dass es Gott gibt, noch gibt es einen Beweis dafür, dass es ihn nicht gibt. Und ich bin ein Mensch, der braucht lieber Fakten, bevor er sich auf irgendwas festlegt. Also es gibt Leute, die glauben an Gott und das ist vollkommen in Ordnung. Weil ein Glaube hat ja sehr viel Trost dahinter und so weiter und so fort. Und es gibt Leute, die lehnen den Gottesglauben ab, weil sie sagen, es passiert so viel Dreck auf der Welt. Wie kann das ein Gott überhaupt zulassen, wenn er so gütig ist, wie er in allen Religionen beschrieben wird? Und auch diese Seite kann ich verstehen. Aber es jeweils die eine, weder die eine noch die andere Seite hat einen endgültigen Beweis dafür, dass es ihn gibt oder dass es ihn nicht gibt. Und deshalb bin ich lieber dann in der Mitte und sage, ich bin eher auf der Seite von den Leuten, die sagen, dass es nicht gibt, aber wenn mich davon jemand überzeugen kann, wenn es einen Beweis gibt, wenn ich das selber erfahre vielleicht sogar, dass es einen gibt, der da oben ist oder eine höhere Macht gibt zumindest, die uns allen irgendwie hilft, dann bin ich der Letzte, der sich dann sagt, nö, das glaube ich nicht. Ich bin lieber ein Mensch, der hat lieber Fakten und entscheidet sich dann und legt sich dann auch fest, bevor er zu irgendwelchen Meinungen oder Standpunkten springt, die vielleicht am Ende des Tages falsch sind. Und auch wenn ich jetzt Atheist wäre, wenn Gott plötzlich kommen würde und mir sagen würde, Philipp, hast du einen tollen YouTube-Kanal? Dann, und ich würde sagen, danke Gott, danach wäre ich auch gläubig, weil, also würde ich zumindest glauben, jo, der ist da. Und deshalb ist Agnostiker, also einer, der zweifelt. Immer noch. Weil, wie gesagt, es gibt weder einen Beweis dafür, noch einen Beweis dagegen. Ich hoffe, damit ist die Frage ordentlich beantwortet. So, nächste Frage. Es wird nicht weniger, habe ich so ein Gefühl. Es wird immer nur mehr. Welches war das erste Spiel, das du je gespielt hast, beziehungsweise was hat dich zum Spielen gebracht? Es war ein Kumpel, ein guter Freund, der hat bei mir meine Eltern und ich haben lange Zeit in einem Mehrfamilienhaus gewohnt. Bevor wir dann in ein Haus gezogen sind und da gab es einen Nachbarsjungen und der hatte einen Commodore 64 und der hat mich irgendwann mal zu sich eingeladen und da haben wir Commodore 64 gespielt und da war es um mich geschehen. Das hat mich zum Spielen gebracht. Seitdem habe ich nicht mehr aufgehört, Videospiele aller Art zu spielen, sei es nun PC, sei es Commodore 64, sei es Konsole, was auch immer. Da war es um mich geschehen. Das erste Spiel, was ich dort gespielt habe, war übrigens ein Fußballspiel. Es war ein Commodore Fußballspiel. Das war mein allererstes Spiel, was ich je gespielt habe. Mein allererstes Spiel, was ich mir persönlich selbst gekauft habe, mein persönliches erstes Spiel war, überhaupt, für den Game Boy Super Mario World. Das war mein erstes Spiel für den Game Boy. Das war mein allererstes Spiel. Mein allererstes PC-Spiel, das habe ich zuerst selber besessen, das haben meine Eltern mir geschenkt. Logischerweise zum Game Boy zusammen. Man könnte jetzt sagen, das war Tetris, aber ich habe das allererste Spiel, was ich da reingepackt habe, war, glaube ich, ein Super Mario-Titel. Und das allererste Spiel, was ich mir selber gekauft habe, war Anno 1602. Das fand ich auch sehr super. Ja. So. Nächste Frage. Wir sind wieder bei einer Souls-bezogenen Frage. Woher hast du die Lore von der Soulsborne-Reihe, falls nicht alles selbst zusammengebastelt? Alles habe ich mir nicht selbst zusammengebastelt. Das ist, die Lorbeeren streiche ich mir nicht ein.
Aber vieles schon. Ich glaube, das merkt man auch in gerade in dem Playthrough jetzt von Make Dark Souls 2 Great Again. Das sind sehr viel auch meine eigenen Meinungen, die ich mir selber gemacht habe. Und sehr, also Theorien sind ja Meinungen, ne? Ist ja nicht in Stein gemeißelt, ist nicht die ultimative Wahrheit. Aber das sind alles Theorien, die ich mir selbst zusammengereimt habe. Durchs Spiel gehen, Sachen analysieren, Itembeschreibungen lesen, logischerweise. Aber viel Anreiz, sich auch damit zu beschäftigen, mit der Lore und den Hintergründen, kommt natürlich von den Souls-Tubern, den großen. Also ein Vatividia zum Beispiel, ein Epic Name Bro. Also die Leute, die sich auch ein bisschen damit beschäftigen, Paragon DS zum Beispiel. Plague of Gripes ist ein, eigentlich kein Souls-Tuber, also kein Souls-YouTuber, sondern einer, der eher, das ist eher ein Grafiker und Animateur, aber der ist ein großer Fan der Souls-Reihe, gerade von Dark Souls 1. Und der ist, setzt sich damit auch sehr kritisch auseinander. Das ist auch sehr interessant. Ja, und dann natürlich auch ein Bruger, der macht das ab und zu noch mit der Lore. Er ist so mehr der Gameplay-Mensch, aber lore-technisch kennt er sich natürlich auch aus wie kein zweiter, in Deutschland zumindest. Weil alle anderen, die ich gerade genannt habe, die sind leider englischsprachig. Also Vatividia ist das beste Beispiel da dafür. Vatividia hat mir zum Beispiel sehr geholfen bei Dark Souls 1, dass ich da ein bisschen auf den Stand kam. Weil Dark Souls 1 habe ich das erste Mal gespielt und hatte noch gar keine Ahnung von der Lore und dass man sich Itembeschreibungen durchlesen muss und so weiter und so fort. Also das habe ich dann noch nicht so gemacht, da hatte ich noch nicht so einen groben Überblick. Und da hat mir Vatividia sehr geholfen. Also der Typ ist ja auch sowieso der größte Souls-Tuber. Ich glaube, jetzt ist er langsam ein bisschen arbeitslos, aber er macht immer noch Souls-Videos. Die sind immer noch gut, aber langsam wird es ein bisschen repetitiv, was er da reinpackt, bringt in seine Videos. Aber ja, da habe ich so ungefähr den Großteil der Soulsborne-Lore her. Bei Bloodborne habe ich zum Beispiel viel auch in Foren mich belesen. Dark Souls 3 genau dasselbe. Da habe ich sehr viele Fan-Theorien auch selber gelesen in Foren. Also da habe ich das so größtenteils her. Aber viel ist auch wirklich selber, habe ich mir selber zusammengebastelt, beziehungsweise mir selber zusammengereimt und auch selber zusammengefügt. Ja, muss man einfach mal sagen. Gut. Kommen wir zur nächsten Frage. Es wird nicht weniger, liebe Freunde. Oh, liebe Freunde, das ist jetzt gleich mal eine heftige Frage. Ich hoffe, da schweife ich nicht zu weit aus und die wird nicht allzu lang. Ich versuche mich so kurz zu fassen wie möglich. Was hältst du von der AfD und der Flüchtlingskrise? Was ich von der Flüchtlingskrise halte, ich habe da mal ein 10-Minuten-Übervideo zugemacht. Das verlege ich bestimmt jetzt ja auch irgendwo. Könnt ihr euch angucken, da kriegt ihr in 10 Minuten komprimiert, was ich von der Flüchtlingskrise halte. Damals war das eher so der Start der Flüchtlingskrise, deshalb sind viele Fakten und viele Sachen vielleicht dann nicht mehr ganz so aktuell. Ne? Aber grundlegend stimmt das noch alles, also ist die Meinung noch dieselbe. Kurz zur Flüchtlingskrise. Dass Leute fliehen vor Hunger, vor Not, vor Krieg, ist ganz natürlich. Dass die hierher kommen, auch selbstverständlich im Vergleich zu vielen Kriegsgebieten ist bei uns wirklich das Land für die, wo Milch und Honig fließen. Dass das natürlich an unseren Standards gemessen hier auch nicht so der Fall ist. Ich meine, in meiner Heimatstadt zum Beispiel, laut Statistiken, ist jedes dritte Kind von Armut bedroht. Also das ist, ne, auch jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Aber gemessen so an deren Standards ist natürlich bei uns Land von Milch und Honig fließen. Deshalb kann ich verstehen, dass Leute herkommen. Und wir haben auch die Pflicht, weil Deutschland in der EU drin ist und wir haben da irgendwelche Verträge unterschrieben, haben wir auch die Pflicht, Leute aufzunehmen. Und wir müssen auch mehr aufnehmen als kleinere Länder, weil wir einfach mehr Ressourcen haben. Wir haben mehr Platz, mehr Ressourcen und so weiter und so fort. Vollkommen verständlich. Was ich nicht verstehen kann und was besser geregelt werden muss, ist die Verteilung innerhalb von Europa und innerhalb von Deutschland. Und es kann zum Beispiel nicht sein, dass innerhalb von Europa Länder sagen, wir nehmen überhaupt keine Flüchtlinge auf. Das kann meiner Meinung nach nicht sein, dass in Ungarn sich komplett sperrt, ja, dass Slowenien oder Slowakei sagt, wir haben doch welche aufgenommen. Symbolisch haben die 16 Flüchtlinge aufgenommen. 16. Nicht 16.000 oder sonst irgendetwas, sondern 16. Ich finde, jedes Land sollte prozentual zu einem gewissen Wert, der von schlauen Leuten ermittelt wird, Flüchtlinge aufnehmen und natürlich auch dementsprechend auch ein paar natürlich auch Ressourcen zusätzlich zur Verfügung gestellt bekommen, in Form von Geld, Infrastruktur und so weiter und so fort. Und Länder wie wir, die das von alleine fast stemmen können, weil das Geld ist dafür da. Und wie andere immer behaupten, das oder wie zum Beispiel die AfD behauptet, um die Frage vielleicht da mal in die Richtung zu drängen, das wird jetzt nicht, wir nehmen nicht das Geld für die Kitas und geben es den Flüchtlingen. Das passiert nicht. Das passiert einfach nicht. Das ist einfach eine Lüge. Das ist, natürlich werden Gelder vielleicht mal umgeschichtet, aber dass kein Geld für Kitas da ist, das liegt an anderen Problemen und nicht daran, dass wir das Geld für die Flüchtlinge ausgeben. Aber das würde jetzt zu weit führen. Ich sage aber einfach, wir müssen auch die Flüchtlinge hierzulande besser unterbringen. Wir können nicht erwarten, dass wenn wir 500 oder 1000 Flüchtlinge
in ein Haus sperren, das mit einem Zaun ummanteln, ja, so wie als wenn sie wilde Tiere wären, dass die dann nicht auf dumme Ideen kommen, nicht so einen Lagerkoller bekommen. Die müssten mehr dezentraler. So ist auch Integration viel einfacher. Es kann nicht sein, dass eine 6-köpfige Familie aus Syrien in eine 30 Quadratmeter Bude gesperrt wird. Das kann nicht sein. Das ist ja, das, ne, und so weiter und so fort. Ich kann aber auch Bedenken der Leute verstehen. Aber wie man immer manchmal liest in irgendwelchen einschlägigen Foren, dass dann hier irgendwie eine Umvolkung stattfindet, was ein ganz furchtbares Wort ist. Das ist NSDAP-Rhetorik. Das ist einfach schlimmste Nazi-Rhetorik. Das passiert hier genauso wenig. Es ist nicht morgen, dass wir jetzt in 5 Jahren alle der Muizin hier von allen Dächern seinen Schrei loslässt früh. Das wird hier nicht passieren. Das wird einfach nicht passieren. Und diese Angst muss auch niemand haben. Wir müssen auch nicht Angst vor fremden Kulturen haben. Aber die AfD, da kommen wir mal dazu, die macht das. Und das ist ganz verwerflich. Weil der Großteil der Leute, die AfD wählen und die auch in der AfD drin sind, die wissen nicht mal, wofür die AfD großartig steht. Die haben bloß das Gefühl, das ist eine Partei, die rebelliert gegen die etablierten Parteien, weil die etablierten Parteien nach der Meinung vieler Leute nichts gemacht haben. Und das stimmt teilweise auch. Und diese Partei hat Schwung, hat Momentum. Und dann sagen sie, gut, dann wähle ich die, weil die bringt vielleicht mal frischen Wind rein. Dass sie das aber, dass die keinen frischen Wind reinbringen, sondern braunen Wind viel, das ist den meisten Leuten in dem Moment egal. Sie wollen einfach nur den bestehenden Parteien einen Denkzettel verpassen. Ich habe letztens einen schönen Satz gelesen, das Wahlergebnis ist ein Denkzettel, den Deutschland gebraucht hat, aber nicht verdient hat. Und ich glaube, so kann man das auch zusammenfassen. Wenn man will, dass sich was ändert, dann wählt doch andere Parteien. Wenn ihr den anderen Parteien einen Denkzettel geben wollt, CDU, SPD und so weiter und so fort, warum habt ihr dann nicht zum Beispiel die Partei gewählt, diese Satirepartei oder selbst die Grauen Panther, die vegane Partei, irgendwelchen anderen Parteien, aber nicht einer Partei, die sagt, der Klimawandel findet nicht statt, alle Flüchtlinge sind kriminell, bald stehen in 5 Jahren, tragen alle unsere Frauen Kopftücher und wir stehen überall, ragen die Minarette in den Städten empor. Das wird nicht passieren. Und wir müssen, und die können einfach, man kann einfach, woher dann, da hört es dann auf? Das ist das Schlimme bei der AfD. Es fängt beim Islam an und irgendwann geht's weiter. Irgendwann passen denen dann auch die Juden nicht. Oder irgendwann passen denen dann auch gemäßigte Christen nicht mehr. Irgendwann sind es die Behinderten, also die gehandicapten Menschen, die Schwachen, die Kranken. Wo hört's denn auf? Diese Verallgemeinerung von Kulturen und Minderheiten. Ja, irgendwann sind wir wieder dann so weit, dass die Sinti und Roma irgendwie ausgewiesen werden, dass die Sorben ausgewiesen werden. Also das ist das Gefährliche an der AfD, dass da irgendwie auch keiner irgendwie den Grat findet zwischen Besorgnis und Beschwichtigung. Und das ist das Schlimme an der AfD. Also ich halte gerade das Führungspersonal der AfD für ganz gefährlich. Wir können froh sein, dass die keine charismatischen Leute haben. Weil ansonsten hätten die noch mehr Zulauf, als sie ohnehin haben. Ich will auch übrigens nicht die Leute, die AfD wählen, alle verteufeln, weil ein Großteil wollte einfach nur den bestehenden Parteien den Denkzettel verpassen. Aber ein Großteil, auch von den, also der andere Teil, die sind auch wirklich der Überzeugung. Die sind auch wirklich xenophob und sind auch wirklich ausländerfeindlich und so weiter und so fort. Das muss man ganz klar sagen. Und deshalb, AfD ist, wir müssen sie ganz im Auge, ganz doll im Auge behalten. Andere Parteien genauso. Aber die AfD ist noch gefährlicher, was ihre Ansichten angeht. Ja, und also meiner Meinung nach, und das ist das muss wirklich eingedämmt werden, meiner Meinung nach. Genauso muss andere Lösungen in der Flüchtlingskrise gefunden werden, weil die bestehenden Lösungen scheinen genauso wenig zu funktionieren. Also von daher, es ist keine Einbahnstraße. Also ich würde nicht sagen, die AfD hat recht, sondern im Gegenteil, sie hat sehr viel Unrecht, aber ich würde auch nicht sagen, dass bei der Flüchtlingskrise alles Gold ist, was glänzt. Überhaupt gar nicht. Also das ist meine Meinung. So, das war jetzt sehr lang, liebe Freunde. Ich würde sagen, nächste Frage. Wir haben noch ein paar vor uns. So, du betonst immer deinen großen Stapel der Schande. Hast du auch Spiele, die sich als absoluter Fehlkauf herausgestellt haben? Also, mein Stapel der Schande sind ja Spiele, die ich habe, aber noch nie gespielt habe, beziehungsweise links liegen gelassen habe und alle Leute sagen, spiel die mal. Spiele, die Fehlkäufe waren, ja, habe ich definitiv. Ein Fehlkauf ist zum Beispiel Legendary. Legendary, das ist ein, wo 3D-Shooter, wo die Unreal Engine 3 gerade ganz groß war, weil sie war günstig und sie sah einigermaßen gut aus. Es kamen so viele Shooter, First-Person-Shooter mit Unreal 3 Engine raus. Legendary ist einer davon. Grottiges Spiel. Sieht scheiße aus, hat eine beschissene Prämisse. Man spielt irgendeinen Dieb, der irgendein altes Artefakt klaut. Ich glaube sogar die Büchse der Pandora und dann die Welt ins Übel stürzt und dann sich zusammen mit jemand anderem, einer Frau, glaube ich, dann durch so
so Monster schießt, also so mythologische Monster, Greifen und Skelette und alles sowas. Totaler Mumpitz, vollkommener Fehlkauf. Ich habe gedacht, oh, die Prämisse ist geil. Das sieht auch gar nicht mal so scheiße aus, aber jetzt nachher betrachtet, yo, definitiv riesiger Fehlkauf. Selbes gilt für Rise and Fall. Das ist ein Prügler-Strategiespiel im alten Rom irgendwie. Fand ich persönlich ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Absoluter Fehlkauf. Absoluter Fehlkauf. Habe ich angespielt, fand es ganz schlimm. Habe es komplett wieder in die Ecke geschmissen. Nee, war gar nichts. Dasselbe gilt, was Fehlkauf angeht, für The Evil Within. Ich habe The Evil Within durchgespielt. Es hatte stellenweise mir auch richtig Spaß gemacht, aber im Großteil fand ich es richtig, naja, nicht so geil. Und das würde ich als Fehlkauf bezeichnen, eigentlich, dass ich das da im Angebot gekauft habe und nicht so viel Geld für ausgegeben habe. Ansonsten, so Fehlkäufe, die mir schnell auf die Schnelle einfallen. Duke Nukem Forever ist so ein Fehlkauf gewesen, muss man wirklich sagen. Also ganz, also was da Gearbox abgeliefert hat. Und apropos Gearbox, Aliens Colonial Marines. Habe ich gekauft, ich habe den ersten Trailer, war einer von den Blöden, die sich von dem ersten Trailer haben begeistern lassen. Und danach habe ich nie wieder was gesehen und dann habe ich es irgendwann mal im Laden stehen sehen. Wow, Alien Colonial Marines, das ist doch das geile Spiel über Aliens. Ja, und dann war es die Scheiße, die es dann war am Ende. Also das ist jetzt auf die Schnelle, was mir so ganz schnell einfällt. Alle David Cage-Spiele sind Fehlkäufe, aber die habe ich mir gekauft, einfach nur um zu sehen, ob es von Spiel zu Spiel irgendwie besser macht. Aber er wurde von Spiel zu Spiel irgendwie meistens schlechter. Ja, also daher sind alle David Cage-Spiele auch absolute Fehlkäufe. Nächste Frage. Ja, so eine etwas kuriosere Frage. Was hältst du von Elon Musks Revolutionsversuch gegen das Auto und seiner Idee vom Hyperloop? Ich mag die Ideen, die Elon Musk hat. Ich mag Elon Musk nicht selbst als Mensch, weil er scheint ein sehr skrupelloser Kerl zu sein. Aber ich mag, also zumindest was so Geschäftspraktiken angeht, aber ich mag natürlich, dass er die Welt versucht zu verändern. Davon gibt es immer weniger Leute. Es gibt immer mehr Leute, die versuchen, dass der Status quo so bleibt. Ja? Und Elon Musk rüttelt so ein bisschen an ein paar elementaren Systemen, wie zum Beispiel eben, dass Fortbewegung größtenteils übers Auto und übers Flugzeug stattfindet. Und er sagt halt, nee, da muss es bessere alternative Wege geben. Und das finde ich super. Das finde ich wirklich super. Also dahingehend mag ich Elon Musk sehr. Also es ist ein Pionier, was so ein kleiner Revoluzer auch ist. Und deshalb, also gerade Automobil, klar, ich glaube, er ist doch der Tesla-Mann, ne? Er ist der Tesla-Mann. Tesla ist cool, leider sehr, sehr teuer. Ich bin aber eher wirklich auf der Seite der Leute, die sagen, nicht Elektro ist die Zukunft, sondern Wasserstoff. Weil ich habe da mal einen Fernsehbeitrag zu gemacht, zu neuer Mobilität. Und da habe ich mit sehr vielen Leuten gesprochen, unter anderem mit einem Chef von einem französischen Wasserstoffunternehmen. Und der hat einen richtigen Satz gesagt. Diese ganze Energiedebatte, also wie wir uns fortbewegen, Auto, Elektroauto, Benziner, Wasserstoff, ist eine Frage der Gewöhnung. Und die wenigsten Leute sind bereit, sich umzugewöhnen von ihrem Benziner oder Diesel zum Elektro. Weil Elektro, man lädt 10 Stunden. Wenn man Starkstrom hat, 3 Stunden. Wie lange steht man an der Tankstelle? Maximal 15 Minuten. Und also wenn man jetzt tankt, ne? Innerhalb von 5 Minuten ist der Tank voll. Und ich glaube, diese Umgewöhnung ist für die meisten Leute ein großes Hindernis, um sich ein Elektroauto zu kaufen. Und genau deshalb sagen viele Leute, nee, will ich nicht. Will ich nicht. Kein Elektroauto, weil diese Umgewöhnung zu groß ist. Und ich glaube, Wasserstoff ist dahingehend die Zukunft, weil es sich genauso verhält wie Benzin. Ich kann es tanken und innerhalb von 5 Minuten ist mein Wasserstofftank voll. Und die Motoren sind auch mittlerweile sicher, weil viele sagen, es ist unsicher, weil wenn das Auto explodiert, dann ist das wie so eine Wasserstoffbombe, sage ich jetzt mal. Ja, da gibt es genug Mechanismen, die das mittlerweile alles verhindern. Dieses ganz sicher mittlerweile, diese ganzen Tanks und alles sowas. Klar kann man die manipulieren, aber das kann man im Benzintank auch. Also von daher. Und auch in eine Elektrobatterie kann man in eine Säureschleuder oder so verwandeln. Also solange die Batterietechnik nicht so ist, dass ich einfach innerhalb von 5 Minuten wieder voll aufgeladen bin, wird es keinen Umbruch geben. Großartig. Und dafür mag ich natürlich Elon Musk, dass er auch alternative Wege, nicht nur das Elektroauto pusht, sondern eben auch diesen Hyperloop. Das ist ja so eine Art Hochgeschwindigkeits-Untergrundbahn, ist das richtig, glaube ich? Ne? Also, wenn ich jetzt was Falsches sage, berichte ich mich in den Kommentaren, wo es irgendwie von New York nach irgendein anderes, dauert es normalerweise 2 Stunden und er will das irgendwie in 30, unter 30 Minuten machen. Irgendwie so, was ich auch ziemlich, ziemlich gut finde. Also, da großes Lob. Also, ich mag die Ideen, ich mag den Typen nicht so. Aber ich hoffe, dass er genug
Einfluss auch irgendwann schafft, dass auch andere Leute darüber nachdenken, Sachen zu verändern, die auch genug auch Einfluss mitbringen. Also so kleinere Unternehmen machen das ja schon heute. Die Post zum Beispiel setzt nur noch fast, jetzt will jetzt ja nur noch auf Elektroautos umswitchen, was ich sehr, sehr gut finde. Was ich sehr, sehr gut finde. Und ich glaube, da hat auch Elon Musk ein bisschen Einfluss dran. Okay, nächste Frage. Ah ja. Du bist ja anscheinend ein großer Fan von Detektiven, also wahrscheinlich wegen L.A. Noire und den Sherlock Holmes Sachen. Wolltest du mal Polizist werden? Falls nein, was waren deine früheren Berufswünsche? Also ich wollte nie Polizist werden. Ich bin nur so ein großer Fan von Detektiven, weil ich dieses Rätseln und Puzzeln mag. Ja? Wie fügt sich das zusammen? Ich wollte nie Polizist werden und auch nie Kommissar oder sowas. Das war nie ein Berufswunsch. Kann ich euch so sagen, es ist, weil ich finde, das ist eine sehr, sehr harte Arbeit. Also gerade Kommissar, Mordkommission und sowas, man sieht ja, also auch als normaler Streifenpolizist, man hat meistens nur mit den Abgründen der menschlichen Gesellschaft zu tun. Man hat nie, also man hat selten irgendwelche freundliche Begegnungen. Man hat meistens nur mit Verbrechern zu tun und das würde mich sehr runterziehen. Also ich beneide, also nicht, ich beneide, aber ich bewundere jeden Polizisten, jeden Kommissar, der das seit Jahren macht und nicht abstumpft. Und immer weiter sich dafür einsetzt, dass Gesetze eingehalten werden, dass Menschen sicher leben können und so weiter und so fort. Aber ich wollte selber nie Polizist werden. Meine früheren Berufswünsche waren Architekt, aber ich konnte, aber ich bin, nee, so Statik und Geometrie, das war nie so meins. Tierarzt wollte ich werden, bis ich dann festgestellt habe, ich kann kein Blut sehen und Tierarzt macht ja nicht nur Tiere wieder gesund, sondern der muss ja Tiere auch einschläfern. Als ich das denn gelernt habe, wollte ich auch kein Tierarzt mehr werden. Und ich glaube, das war's. Und dann habe ich meinen Berufswunsch also schon gefunden. Ich wollte eigentlich irgendwann mal Filmregisseur werden. Das könnte ich rein theoretisch jetzt immer noch, aber ich glaube, das werde ich jetzt, also ich glaube, aber ich habe schon meinen Wunschberuf, habe ich schon jetzt mittlerweile, habe ich jetzt schon, denke ich mal. Ja, ich glaube ja. Aber das waren meine Berufswünsche. Architekt und Tierarzt wollte ich mal werden. Habe ich aber nie. Es kam immer irgendwas dazwischen. So, nächste Frage, liebe Freunde. Das ist auch wieder so eine Kuriose, die, wo ich auch jetzt erstmal nichts überlegen müsste. Wenn du dich zwischen allen Teufelsfrüchten aus One Piece entscheiden könntest und wieso ausgerechnet dann diese? Also mit One Piece habe ich, das ist auch so ein Anime-Manga, ne? Da habe ich nicht so die große Berührung. Ich habe mal in die ersten Sachen so mal reingeguckt gehabt. Das war irgendeiner, der war aus Gummi. Kann das sein, der so seine Sachen ellenlos langziehen konnte? Ich weiß nicht, was es für Teufelsfrüchte gibt. Gibt es eine Teufelsfrucht, die Gedanken lesen, mich Gedanken lesen lässt, dann würde ich die nehmen. Weil ich finde, Gedanken lesen ist eine sehr tolle Eigenschaft, weil man heutzutage so häufig Leuten begegnet, die das eine sagen, aber das komplett andere denken. Und das würde ich gerne wissen. Ich würde gerne wissen, ist das jetzt ehrlich, ihre ehrliche Meinung von diesen Menschen? Verarschen die mich jetzt gerade? Versuchen die mich zu übervorteilen? Ja, versuchen die mich nur auszunutzen? Oder, also Gedanken lesen, aber auch nicht immer. Also ich würde nicht immer, ich würde das quasi so anschalten können. Ich würde sagen, okay, dessen Gedanken würde ich jetzt gerne lesen. Weil ich finde, von allen Gedanken lesen können, die ganze Zeit macht das Leben auch langweilig. Also, ne, keine Ahnung, fände ich jetzt auch nicht so gut. Ist eine, aber ich würde es so einschalten können. Zum Beispiel, ich bin ein Autoverkäufer. Zum Beispiel, da würde ich es immer gerne machen. Sein Autoverkäufer sagt, mehr als bis auf 10.000, mehr kann ich nicht runtergehen. Aber er denkt eigentlich, oh, hoffentlich kommt er nicht mit 8.000 oder so, weil das Auto ist eigentlich nur 8.000 wert. Und dann, weißt du, da würde ich gerne Gedanken lesen können. Also wenn es eine Teufelsfrucht gibt, die mich Gedanken lesen lässt, dann würde ich diese nehmen. Also falls es die gibt. Ich habe keine Ahnung, ob es die gibt, aber das wäre meine Wahl. Weil Gedanken lesen ist so die beste Fähigkeit, finde ich. Nach alle Sprachen der Welt sprechen. Das ist auch so eine schöne Fähigkeit, die ich gern hätte. So. Kommen wir zur nächsten. Es lichtet sich schon. Sehr kuriose Frage. Puddinghaut oder keine Puddinghaut? Keine Puddinghaut. Finde ich widerlich. Tut mir leid. Ich mag Puddinghaut überhaupt gar nicht. Boah. Ist auch lange her, seit ich Pudding gegessen habe, aber keine Puddinghaut. Und solche Fragen sind nämlich auch dabei. Sehr, sehr gut. Ah ja. Wieder eine YouTube-bezogene Frage. Welche YouTuber magst du gar nicht? Wow. Wenn ich jetzt da alle aufzählen würde, kämen wir jetzt nicht mehr. Das würde jetzt noch eine Weile dauern. Ich halte mich mal kurz. Fast alle deutschen YouTuber, die Content machen im Stile eines ApoRed, Case Freak, what else? Um jetzt die Großen mal zu nennen. Tanzverbot, KuchenTV, alles sowas, was so null Wert hat. Was einfach nur
assi ist. Prank Bros, Bibi's Beauty Palace, wie heißt die andere? Nicht Bibi's Beauty Palace, wie heißt denn die andere? Ach, gibt's noch eine andere? Dagi B, jetzt habe ich den Namen. Solche Leute, ganz schlimm, kann ich auf den Tod nicht ausstehen. Es gibt ein paar gute deutsche YouTuber, die ich sehr mag, aber alle, die so in diese Kerbe fallen, also da geht's auch bei den Amerikanern, Jenna Marbles, alle, die so ein bisschen schrill sind. Ich kann mit schrill, ihr seid nie in der Wirklichkeit so. Es ist alles Charakter, den ihr spielt. Und das finde ich auch, und die Charaktere sind nervig für mich, die ihr spielt. Also auch ein PewDiePie kann ich absolut nicht ab. Mit seinem und dann vergreift er sich ja auch häufig im Ton, weil er denkt, er macht damit Satire. Aber ich finde ab und zu, also er scheint ein sehr intelligenter Bursche zu sein, aber ich glaube ab und zu vergreift er sich wirklich auch im Ton und wirklich auch in der Art und Weise, dass ihm nicht bewusst ist, was er für eine Aufgabe hat. Ja, also er hat so viele Follower und da muss er ein gutes Beispiel sein. Punkt aus Ende. Weil damit schürt er nur bestimmte Verhaltensweisen mit seiner Art und Weise. Also solche Leute, die alle so Jack Skeptic Eye, Markiplier, ich weiß nicht, ob die jetzt eine Charaktere großartig spielen, aber die sind mir alle zu, weiß ich nicht. Da kann ich mit denen, ich mag geerdete YouTuber, also die wirklich auch ein bisschen, bei denen merkt man, die machen das gerne und die sind auch sie selbst. Also ein Gronkh zum Beispiel, ein großer Fan von Gronkh, ich bin ein großer Fan von Bruger. Ich glaube, wenn ich mich dunkel erinnern kann, die Frage von den YouTubern, die ich noch empfehlen kann, die kommt noch. Aber alles sowas, also dieses ganze, auch die ganzen Minecraft-YouTuber, Paluten, Concrafter, ganz schlimme Leute, ganz, ganz schlimme Leute, Nebelneek, oh, furchtbar. Die haben übelsten Erfolg, aber das sind die nervigsten Menschen der Welt. Tut mir leid. Also nervigsten YouTuber zumindest, in meiner Meinung nach. Okay, liebe Freunde, nächste Frage. Oh, bleiben bei YouTube. Was sagst du zu der Werbepolitik von YouTube? Weniger Einnahmen für große YouTuber. Mich persönlich betrifft das nicht, aber natürlich gibt es ja aktuell gerade diese große Kontroverse, dass YouTube seine Werbepolitik geändert hat. Es geht's darum, familienfreundlicher wollen sie werden, also das heißt Videos, wo Gewalt gezeigt wird, wie bei Videospielen zum Beispiel, oder auch so etwas actionlastigere Kurzfilme, die es gibt, wo ein bisschen härtere Sprache zutage gefördert wird. Natürlich, klar, sowas wie Terroristenvideos oder so, es kann nicht sein, dass von einem ISIS-Enthauptungsclip irgendwie auf YouTube plötzlich Werbung für, weiß ich nicht, Rasur kommt. Ja, das kann auch nicht sein. Generell müssen diese Videos runtergenommen werden. Aber da kommt das so ein bisschen her von YouTube. Ne? Sie wollen alle familienfreundlicher sein, weil viele große Werbetreibende ihre Werbung von YouTube weggezogen haben, weil sie gesagt haben, nee, wir wollen nicht plötzlich vor irgendeinem Sackgesicht erscheinen, der irgendwie, keine Ahnung, die schärfste Jalapeno der Welt ist und dann sich die Seele aus dem Leib kotzt oder so. Keine Ahnung. Das ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob es solche Videos gibt, aber ich gehe davon aus, dass es solche Videos gibt. Ich bin von dieser Werbepolitik nicht betroffen, weil mein Kanal ist nicht monetarisiert, dafür bin ich einfach zu klein. Und selbst wenn ich monetarisiert würde, ich würde damit kein Geld verdienen, weil, wie gesagt, ich weiß nicht, ob der Klicks, Dollars pro Klicks, ob der immer noch so hoch ist, wie ich mal gehört habe. Irgendwie, man braucht 1000 Klicks, um einen Dollar zu verdienen. Irgendwie, also das heißt, ein Video mit 300.000 Klicks macht man $300 damit. Weiß ich nicht, ob das immer noch der Fall ist. Die Nummern kann ich mir jetzt auch aus dem Hintern ziehen. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, wenn es anders ist. Ich finde es scheiße, dass große YouTuber davon betroffen sind, die guten Content liefern. Also wenn LeFloid, ich glaube, bei dem ist das Jammern auf hohem Niveau, aber wenn LeFloid sagt, sein Kanal macht keine Einnahmen mehr, weil viele seiner Videos sich ja mit härteren Themen beschäftigen, mit ernsteren Themen beschäftigen, weil er seine News ja hat, dann finde ich das scheiße, weil der macht guten Content. Auch wenn Gronkh davon plötzlich betroffen ist, weil er spielt The Evil Within oder was auch immer, irgendein etwas härteres Spiel, Doom oder ein Wolfenstein oder so, und plötzlich wird dann von YouTube auf irgendwelche Art und Weise festgelegt, das ist nicht mehr werbemäßig genug, dein Video, dann finde ich das dumm. Ich fände es gut, wenn mehr von diesen dummen YouTubern davon richtig angearscht werden. Also zum Beispiel, wenn eine Katja Krasewitze die Leute die ganze Zeit verarscht mit Thumbnails, die spricht irgendwie von einem Porno im Titel und dann ist es das tüchtigste Video, was ich je gesehen habe. Da ist auf, weiß ich nicht, da sehe ich auf, weiß ich nicht, auf anderen Kanälen mehr Brust als bei Katja Krasewitze, die ist auch so einer, die ich nicht mag, weil es einfach nur
Das ist. Vor allem, ich verstehe auch nicht, wie die so viele Zulauf hat, weil ich verstehe die Beweggründe nicht. Weil sie ist für Mädchen, finde ich, kein großes Vorbild. Und wenn sich Jungs daran aufgeilen wollen, Jungs und Mädels, ihr wisst schon, ne? Es gibt, also gerade die Jungs, wenn ihr zu irgendwas euch aufgeilen wollt, dann müsst ihr nicht auf YouTube gehen, zu Katja Krasewitze oder zu irgendwelchen anderen YouTuberinnen, die sowas machen. Oder bei Twitch irgendwelche Gamer-Girls euch angucken, die irgendwie so einen Ausschnitt haben und die Kamera zufällig ganz oben postiert ist. Ihr könnt auch einfach nur bei Google große Brüste eingeben und dann kriegt ihr ganz viel von sowas. Also wenn ihr sowas sehen wollt, müsst ihr nicht auf YouTube gehen und nicht Katja Krasewitze abonnieren. Aber ich würde freuen, wenn die darunter leiden würden. Tun sie, glaube ich, nicht. Weil ich glaube, dann sich YouTube zu sehr ins eigene Fleisch schneiden würde. Weil wenn jetzt eine Katja Krasewitze ein Video veröffentlicht und es hat 900.000 Aufrufe, dann geht YouTube richtig viel Werbeeinnahmen durch die Lappen. Nicht nur dem YouTuber selbst, sondern auch YouTube selbst. Und das, also Google oder Alphabet, wie die Mutterfirma jetzt heißt. Und ich persönlich finde es scheiße, dass alle davon betroffen sind. Vor allen Dingen auch YouTuber, die harmlosen Content liefern, der sehr, sehr gut ist. Das finde ich dumm. Wenn davon nur schlechte YouTuber, so Assi-YouTuber betroffen worden wären, dann fände ich es gar nicht mal so verkehrt. Aber ansonsten habe ich da keine richtige Meinung, weil es mich persönlich nicht betrifft. Ja, so. Nächste Frage. Auch YouTube oder Internet bezogen. Schaust du die Rocket Beans? Ja, früher. Und jetzt nur noch ausgewählte Formate. Früher habe ich sie sehr häufig geschaut, jetzt nicht mehr. Ich mag einfach nicht mehr in die Richtung, in die sie gegangen sind. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag es einfach nicht mehr. Es wirkt jetzt wirklich, der Sendeplan ist starr, den sie gemacht haben. Also Rocket Beans, für die es nicht wissen, sind ja die Jungs von Giga, die früheren Leute von Giga oder Game One, die dann die hatten ja eine eigene Produktionsfirma, dann haben sie den ersten 24-Stunden Internet-Twitch-Sender gegründet. Und der lief anfangs total erfolgreich. Man sieht es ja auch in den Zuschauerzahlen, dass das alles größtenteils einbricht. Also klar, die haben im Schnitt noch, glaube ich, so 2000 Leute, die auf YouTube und Twitch zusammen sie irgendwie verfolgen. Oder vielleicht 3000 Leute. Bei großen, guten Formaten sind es mehr, keine Frage. Aber ich gucke es nicht mehr. Ich gucke nur noch ausgewählte Formate. Ich gucke ein Game 2, logischerweise. Es ist immer noch sehr, sehr gut, muss ich wirklich sagen. Vor allen Dingen jetzt, dass sie ein bisschen die Zeit reduziert haben. Finde ich sehr, sehr gut. Es hat dem Format sehr, sehr gut getan. Ich gucke Spiele mit Bart, weil ich diese Kombination zwischen Simon und Gregor und den Schnitt, da ist ja auch ein bisschen mein Schnitt von inspiriert worden von Spiele mit Bart. Ich habe vorher auch schon mit Minimatzen gearbeitet, aber Spiele mit Bart hat mich da noch bestärkt, dass sowas sehr, sehr gut ist in Let's Plays. Das lockert das Ganze ein bisschen auf und gibt ihm noch so eine zusätzliche Ebene. Spiele mit Bart. Ich habe, je nachdem, was die Konstellation ist, gucke ich gerne auch knallhart durchgenommen Teile. Oder bei Simon gerne Nio. Dieses Last Call finde ich ein tolles Prinzip als Format. Ich habe Pen and Paper früher gerne geguckt, jetzt nicht mehr so. Also gerade die letzten beiden, Jailhouse Boogie und Good Times Island, habe ich nicht mehr gesehen, liebe Freunde. Keine Ahnung warum. Vielleicht hole ich das irgendwann mal nach, aber ich fand auch schon nicht dieses Sci-Fi-Ding so geil. Keine Ahnung. Also die anderen, die Tears Pen and Papers und die Beards, ne? Also hier bei den Wikinger, das fand ich schon richtig, da fand ich noch richtig, richtig gut, muss ich wirklich sagen. Aber wie gesagt, ich gucke sie fast nur noch selten. Sie kriegen aber immer noch von mir jeden Monat 5 oder 10 Euro Spende per PayPal. Das geht immer noch automatisch von meinem Konto ab. Also ich finanziere sie immer noch, obwohl ich sie fast nicht mehr gucke. Aber ich unterstütze deren Projekt, weil ich finde, das beweist, dass zumindest am Anfang hat es bewiesen, dass man nicht irgendeinen starren Sendeplan und zielgruppenorientierte Inhalte braucht und fokusgruppengetestete Formate, um Erfolg zu haben. Sondern man muss einfach machen, was einem Spaß macht und das färbt auch auf die Leute ab, die einen schauen. Aber ja, ich habe die Rocket Beans früher geschaut, jetzt nicht mehr so. Nächste Frage, liebe Freunde. Wie stufst du Nio in eine Top-Liste mit der Soulsborne-Reihe ein? Ich würde sie gar nicht in die Soulsborne-Reihe, würde ich Nio gar nicht packen, weil es wirkt, Nio macht so viel anders als die Bloodborne und Souls-Teile, Souls-Spiele. Aber wenn ich es einstufen müsste, zwischen Dark Souls 2, ist ein bisschen drüber, und Demon's Souls. Demon's Souls ist immer ein tolles Spiel, keine Frage, aber ich finde, Demon's Souls ist schon langsam in die Jahre gekommen. Und ich finde, Nio macht sehr vieles richtig, aber wenn ich es einordnen müsste, dann so, ja, schon eher so das Mittelfeld, sage ich jetzt mal. Also ganz oben ist es nicht, aber das Mittelfeld würde ich auf jeden Fall einordnen von der Soulsborne-Reihe. Irgendwann muss ich, glaube ich, auch mal eine Liste machen mit Souls-Spielen. Ich habe die irgendwann schon mal angedeutet, aber ja, so Mittelfeld. Mittelfeld würde ich es auf jeden Fall machen. Denke ich mal.
Ich hoffe, damit ist die Frage so ausreichend beantwortet. Ach, passt ja. Hand aufs Herz, welches ist das beste Soulspawn-Spiel? Kann ich nicht beantworten. Also es mag jetzt wie so ein Rückzieher wirken, den ich hier mache, aber ich finde, jedes Soulspawn-Spiel hat seine Qualitäten. In Demon's Souls war das erste. Hat die quasi die Serie so ein bisschen salonfähig gemacht. Spielt sich auch immer noch ganz gut. In Dark Souls 2 hat für mich die beste Story und den besten Spielkomfort und das beste New Game Plus. Hat viele Komfort-Sachen eingeführt, die jetzt immer noch in Dark Souls 3 dann immer noch umgesetzt wurden. Hat das beste New Game Plus, wie gesagt, hat eine tolle Geschichte. Also nicht nur Lore, sondern mehr so eine tolle, sehr tolle Geschichte, die es erzählt, weil es sehr thematisch auch fokussiert ist in seiner Art und Weise. Also seine gesamte Gameplay-Erfahrung, seine gesamte Story, seine gesamte Lore wird um ein Thema gestrickt und das finde ich sehr, sehr gut, dass das trotzdem alles sich irgendwie miteinander verbindet. Bloodborne ist das kompakteste von allen, lore-technisch am unaufgeregtesten, also sprich, es ist sehr geradlinig, also da gibt es wenig vage Dinge, sondern es wird einem sehr viel wirklich auch mitgeteilt, wenn man sich umschaut. Bloodborne spielt sich super, ist eine ganz andere Spielerfahrung, deshalb finde ich, würde ich es am kompaktesten bezeichnen. Dark Souls 3 bietet einfach das polierteste Souls-Erlebnis und hat hat den besten Boss der Souls-Reihe, den namenlosen König. Inszenatorisch, spielerisch und einfach nur von der Epik her, finde ich, ist der namenlose König schon ganz weit oben und von deshalb ist auch Dark Souls 3, bietet einfach die polierteste Erfahrung, finde ich, die polierteste, rundum gelungenste Spielerfahrung. Und Dark Souls 1 ist halt einfach dieser ungeschliffene Diamant. Es hat so viele Ecken und Kanten, dieses Spiel, aber es macht so viel richtig. Stimmung, Leveldesign, NPC-Quest rein. Generell hat es diese ganze Lore und die ganze Welt etabliert, die in Dark Souls 2 aufgegriffen und in Dark Souls 3 weitergeführt wurde und so weiter und so fort. Ja, von daher, jedes hat seine Qualitäten. Wenn ich mich für eins entscheiden müsste, wäre es wahrscheinlich Dark Souls 1, ja. Wenn ich mich für eins entscheiden müsste, würde ich sagen Dark Souls 1, definitiv. Es hat so viele Kecken und Kanten und so viele Fehler auch, aber es hat von allen, glaube ich, auch den höchsten Wiederspielwert. Zumindest nicht New Game Plus, sondern einfach immer wieder. Ich kann in diese Welt immer wieder eintauchen. Keine Ahnung warum. Das kann nur Dark Souls 1. Also wenn ich mich festlegen würde, müsste dann Dark Souls 1. Okay. Nächste Frage.